Liebe Freunde, wie ergeht es euch heute an diesem wunderbaren Tag? Ich bin natürlich euer I only love all Asian ladies, love, giant, yeah. Willkommen zurück zu Final Fantasy X. Ich habe seit dem letzten Mal übrigens, glaube ich, ungefähr eine einmonatige Pause oder so eingelegt. Falls ihr den letzten Part gesehen habt, dann wisst ihr auch genau warum. Nämlich, aus irgendeinem bestimmten Grund haben sich die Entwickler so gedacht, yo, der Giant macht irgendwann ein Playthrough dazu. Der Giant mag diesen Seymour Butts unglaublich gerne. Und dann sorgen wir einfach mal dafür, dass der Kollege wieder zum Leben erweckt wird. Und ja, das gefällt mir absolut nicht. Ich hab allerdings mittlerweile schon wieder ein Video geschaut vom lieben, wie heißt er? Dark Kefka. Und ich weiß mittlerweile so ein bisschen die Schwachstellen von Kollege Seymour Butts in seiner Form hier. Und mal schauen, ob wir das eventuell jetzt hier im ersten oder im zweiten Gang letzten Endes schaffen. Mit Evrae war es ja ähnlich, da haben wir ja auch zwei Anläufe gebraucht. Und mal gucken, vielleicht kriegen wir es jetzt hin. Kann ich das irgendwie skippen? Ich glaube nicht, ne? Okay, dann skippe ich das allerdings recording-technisch und dann sehen wir uns gleich direkt im Infight quasi wieder. So, sehr schön. Kollege Seymour Butts durfte zuerst angreifen. The fuck! Ich krieg jetzt schon wieder so viel. Okay. Würde sagen, wir machen Haste erstmal schön. Auf die Gruppe, die noch am Leben ist. Dann machen wir hier ein Item. Phoenix down auf Yuna. Warum durfte der zuerst angreifen? What the fuck? Aber ich habe übrigens mittlerweile rausgefunden, diese Lands of Atrophy, dadurch sind wir im Zombie-Modus und deswegen, wenn er full life castet, deswegen macht das eben so viel Damage letzten Endes. Dann wissen wir, deswegen sind wir dann direkt down danach. Eine lustige Sache allerdings übrigens über die ganze Chose hier ist, dass der Kollege... Mal kurz schauen. Skill? Nee. Schon wieder ein bisschen her. Use, genau. Haben wir hier einen Poison Fang? Ich hoffe doch mal stark. Das ist schon mal perfekt, dass wir auch das haben. Wir haben keinen Poison oder was? Haben wir irgendwas, mit was Poison irgendwie macht? Water, Fire, Sleep, Haste, Darkness. 86 Albed Potions allerdings, hallo. Ja, das ist blöd. Das ist richtig blöd, weil der Kollege ist nämlich anfällig für Gift. Leider habe ich nichts, was irgendwie Gift castet. Das ist ein bisschen blöd, aber ich glaube, ich hatte den Spider Kiss mit Auron, nicht wahr? Mal kurz schauen. Nenn ich Item, das war hier. Nee, hier. Genau. Piercing und Counterattack. Natürlich habe ich Spider Kiss nicht mehr. Verdammt! Egal. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Nehmen wir Lululululu. Und hauen erstmal einen Fury raus. Und zwar. Demi-Fury macht, glaube ich, nichts. Ah, doch, stimmt, wir haben Bio. Dann machen wir Bio. Poison. Bitteschön. Perfekt. Gut. Dann heilen wir uns hier eben nochmal. Wobei, ich hatte aber versprochen, wir Yuna. Yup, definitiv. Machen wir Swordplay, Spiral Cut. Ah, Slice and Dice, why not? Ja. Kann sich sehen lassen, der Damage. Durchaus. Trigger Command haben wir ebenfalls. Und zwar mit Torque. Dann kriegen wir einen kleinen Buff auf Yuna. Allerdings wird der Kollege hundertprozentig full life casten auf uns. Deswegen werden wir direkt mal... Oder nicht? Eigentlich müssten wir jetzt im Zombie-Modus sein, aber anscheinend nicht. Gut, dann gehe ich mal davon aus, dass dem nicht so ist. Problem ist, wenn wir Grand Summon machen, hat er mehrere Turns hintereinander. Deswegen ist es, glaube ich, nicht die beste Idee. Deswegen werde ich jetzt mal alle normalen, in Anführungsstrichen, Overdrives raushauen gegen den. Oh, Dragon Fang. Kein Y dabei gewesen diesmal, ein Glück. Hat auch gut Schaden raus. Zwei Angriffe von ihm. Direkt noch Poison hinterher. Sweet. Soll das mal schauen? Gut, alles klar. War ein Miss. Sehr gut. Sorry, Miss Jackson. I am for real. Kimadi, glaube ich... Ja, genau. Kimadi hat ja alle von den Ronzos anscheinend jetzt gekillt.
Das heißt, er hat auch einen Trigger Command. You have angered Kimari. The spirits of the Ronso will guide Kimari's spear. Mhm. Kimari's Strength increases. Und wir haben doppelte Attacke mit. Oder auch nicht. Lulu. Wenn wir auf Fury gehen, dann auf jeden Fall nicht mehr. Leider. Ja, mal Walker. Hauen hier einen Overdrive raus. Slots, Element Reels. Let's do this. Ist, glaube ich, relativ egal, mit welchem Element wir hier angreifen, ehrlich gesagt. Nehmen wir Water Elemental. Und habau! Bitch! Sehr guter Damage. So, doppelte Attacke, genau. Dispel. Auf. Mhm. Und der Poison Damage wieder, sehr schön. Ich weiß nicht, ob Overdrive irgendwas bringt hier, ehrlich gesagt. Water Damage. Ich glaube, Doom will auf jeden Fall daneben gehen. Mighty Guard. Könnten wir noch einsetzen sogar. Restores Party HP ist ebenfalls perfekt eigentlich. Okay. Stone Breath geht hundertprozentig daneben. Ich glaube, er ist immun dagegen. Da bin ich mir ziemlich sicher, ehrlich gesagt. Nehmen wir einfach mal den Overdrive Fury. Und zwar einen schönen Thundergar Fury. Und let's mash. Ah, Gott, viermal, naja. Hätte besser sein können. Nee. Und da bin ich nicht so der Fan von, muss ich sagen. Nehmen wir Yuna dafür. Ja doch, nehmen wir Yuna. Und dann machen wir White Magic. War das hier? Target Reflect Spells Towards Enemy. Dispel. Poison ist damit auch weg, oder? Das ist kein Problem, ich meine, wir haben Lulu. Okay, remove nur Shell, das ist perfekt. Oh, das klingt nicht gut. Und tschüss. Fuck! Seymour. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder, liebe Freunde. Dieser Dreck-Seymour-Butz, ey. Ich hasse ihn. So, willkommen zurück. Er hat wieder den First Strike gehabt, was null Sinn macht, aber okay. Wir nehmen erstmal White Magic, Haste Gar. Hab irgendwie Bock, irgendwie gerade Aeons zu summonen, um dem Typen ordentlich mal eine reinzudrücken. Aber ich glaube, wird eher von Nachteil für uns sich auswirken. So, ich schau mal übrigens kurz. Ich habe ja meine Mega-Liste hier. Ob ich noch zweimal Musk dabei habe. Aber ich meine, ich habe davon nichts gesehen, ehrlich gesagt. Sieht nicht so aus. Leider nicht. Aber ich habe ziemlich viele Granaten. Vielleicht kann ich damit irgendwas machen. Ich sehe gerade hier, Smoke Bomb und Level 1 Key Sphere ist ziemlich gut. Gibt auch direkt Poison. Ich weiß, ob ich einen Level 1 Key Sphere habe. Level 4 hätte ich. Ich weiß nicht, ob der überhaupt zählt, ehrlich gesagt. Wir können es ja mal ausprobieren. Zack. 7000 und, okay. Ist auch direkt gesilenced. Das ist gar nicht mal schlecht. Nehmen wir Bio. Warum ging es daneben? Hat auch geklappt. Merkwürdig. So, das sollte failen. Ah, nee, fuck off. Fuck off, Seymour Butts. Fuck off. Okay, White Magic. Live. Direkt noch ein Cura hinterher. Und alles ist wieder wunderbar. Okay. Remedy. Zack. Genau, sie haben Zombie-Status gerade. Kriegen wir Delay Attack? Bringt das was? Ich hoffe mal. Immune. Natürlich.
Gut. Nehmen wir mal Auron. Bushido, Dragonfang, let's do this. Gut. Das hat schon mal ganz gut Schaden gedrückt. Okay, er greift doppelt an als nächstes. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir ein Summoning. Direkt mal einen, der extrem heavy ist mit Bahamut. Hauen direkt mal einen fucking Overdrive in fucking Seymours Drecksvisage. Und zeigen dem mal, was ich von ihm halte. Mega Flare! Fuck him up! Und? Oh ja! Schön den Limit Break. Schön den Limit Break ins Gesicht. So, dann kommt Lance of Atrophy und Full Life. Das heißt, einer von unserer Party ist auf jeden Fall down. Das passiert normalerweise immer. Wenn wir einen Aeon holen und ihn mit... Da hat er schon den Poison Damage bekommen. Und ihn mit einem Overdrive angreifen übrigens. Aber diesmal war er bescheuert. Sehr gut. Runter auf 36.000. Ah. Delicate Situation, durchaus. Shiva? Shiva. Diamond Dust. Liebe Freunde, Diamond fucking Dust. Wir haben auch keinen Doppelangriff von seinem anderen Kollegen da, was ganz gut ist. Obwohl doch, habe ich gerade gesehen. Diamond Dust, bam. Yes. Sollte ungefähr auf 11.000, glaube ich, jetzt sein. Death awaits you. Fuck you, Seymour. Ne, nächster Angriff. Ne, doch nicht. Okay. Hat aber den Poison zumindest bekommen. Das ist good. Das ist good. Good, good, good ist das. 22.000. Ein bisschen verzählt, ey. Summon. Vellefor ist im Overdrive. Ixion nicht. Also machen wir hier einen Grand Summon auf Ixion, weil er greift doppelt an. Also mit seinem Drecksvieh mittlerweile auch. Und dann wollen wir natürlich nicht. Thor's Hammer. Hau ihn weg, Junge! Hau ihn weg, Ixion! Jawoll! Death awaits you. Nee, nee, nee. Jetzt haut er aber runter sein auf ungefähr so 11.000 etwa. Sehr gut. Hat keinen Angriff. Direkt, direkt nachdem wir durch sind. Das ist super, ist das. 10.000. Gut. Okay, Yuna hatte das schon gehabt. Das passt. Ja, mal Ronzo Rage. Und geben uns mal ein bisschen Defense. Sweet. Sweet. Okay. Genau, haben wir mal die Magic Defense runter und holen dann Lulu mit raus. Perfekt. Fury. Thundergar Fury. Irgendwie geht nicht mehr als 4, keine Ahnung. Ready to annihilate.
Gut. Oh, wir haben unseren Dingens noch nicht eingesetzt, sehe ich gerade. Slice and Dice. Do it! Slice. Dice. Slice. And Dice. Slice. Dice. Sweet. Yes! Get wrecked, you fucking asshole! Woo! You deserve it! You deserve it! So, jetzt haben wir wieder eine Stunde Ruhe wahrscheinlich, bevor er wiederkommt.